Geister, Irrlichter, versunkene Orte. Moore sind die Heimat zahlreicher volkstümlicher Geschichten und Sagen. Doch nicht nur in der Mythologie sind die Sumpfgebiete von zentraler Bedeutung. Welche Aufgaben hat denn ein Moor? Die Aufgaben des Moores ist meines Erachtens die Bindung von CO2. Sehr wichtige Sache. Das Moor speichert das CO2 und gibt es nur langsam ab. Das zweite ist der Lebensraum von vielen, vielen Tieren. Amphibien, Frösche, Vögel, alles, was Bodenbrüter, viele, die sind auf das Moor angewiesen. Und auch wir als Menschheit, man sieht es in dieser Gegend, wo wir jetzt leben, Bürmoser Moor, Ibner Moor, Weidmoos. Es ist, ich habe das miterlebt, maschinell bis an die letzten Reste abgebaut worden. Und man sieht jetzt die Folgen, 3 Wochen Regen im Sommer, alles ist überschwemmt. Das Wasser, die Bindung von Wasser, das ist auch eine Aufgabe von den Mooren. Das war ein riesiger, also von den Mooren, die wir jetzt sprechen, das war ein riesiger Wasserspeicher. Und das Moor gibt im Sommer langsam das Wasser wieder an die Atmosphäre ab. Wenn dieser Lebensraum für Tiere verloren geht, was hat denn das für eine Auswirkung aufs Ökosystem? Die Auswirkung aufs Ökosystem generell ist der Entzug von Wasser, der Entzug von, das Moor ist ja ein Wasserspeicher und es gibt viele Amphibien oder Tiere, die genau an diesen Lebensraum gebunden sind. Libellen hat man früher, zu meiner Zeit, das war in der Jugendzeit, in die 50er, hat man Libellen, alles Getier gesehen. Bei uns war der Feuersalamander heimisch. Die Gelbbauchunke war bei uns heimisch, hat sich da wohlgefühlt. Das ist alles seit, sagen wir, Anfang der 70er Jahre, wo die Ausbeutung des Moores maschinell begonnen hat, bedingt durch die Verwertung für Herstellung von Kunstdingen und so weiter, rapide abgenommen. Viele Vögel sind durch den Verlust des Moores, die auch auf die Bodenpflanzen, da hat es ja die Moosbeere gegeben, die Schwarzbeere, die Preiselbeere, ja, sind viele Vögel oder Tiere, die sind einfach verschwunden, weil sie die Nahrungsgrundlage nicht mehr gehabt haben. Also ökologisch, ökonomisch, wenn man das Moor mutwillig zerstört, das führt mit Sicherheit zu einer globalen Katastrophe. Das ist mein Empfinden. Ich habe es erlebt, dass gewisse Tiere, wie schon gesagt, Salamander, Frösche, nicht mehr anzufinden. Was würden Sie denn sagen, welche Gefahren gibt es denn für das Moor? Die größte Gefahr für das Moor ist der Mensch selbst. Ja. Ich bin davon überzeugt, wenn der Mensch die noch aktiven Moore, die noch intakten Moore, wenn der Mensch einen Ausweg suchen würde, wo er das Moor in Ruhe lassen kann, wo man das nicht abbaut für Kunstdinger oder für dies und dies und dies. Moore in Ruhe lassen, aus betreten, schön, aber nur zu gewissen Zeiten, Ruhe im Moor, das wäre ein großer Schritt zum Beitrag vom Klimaschutz, wo man ja jetzt in Dubai die große Debatte haben. Lasst die Moore sein. Freut euch, dass sie gewesen sind, aber lasst sie, wo sie sind. Von Herrn Ludwig Wolfersberger, dem Obmann der Agrikultur, haben wir erfahren, welche Maßnahmen zum Schutz des Moores ergriffen werden können.
Ja, wenn wer ins Moor geht, also eine Moorwanderung macht, er sollte keinen Mist hinterlassen, das ist einmal sehr wichtig. Er sollte schauen, dass er kein Feuer entfacht, weil da schadet man nicht am Moor am meisten. Was man eh nicht mehr machen darf, das ist, dass man nicht das Wasser ablässt oder was, das wäre eigentlich auch der Tod fürs Moor. Oder ist eh der Naturschutz schon dahinter, da kann man eh als Einzelner praktisch nichts mehr machen. Was wir nur zusätzlich machen mit den Volksschülern, wir dann jedes Jahr die Straßen entlang, die Moorstraßen nach Weichsee, nach Iben und so weiter, wo wir gängen und rammen den Unrat, was die Leute beim Fenster ausschmeißen bei den Autos, das glauben wir einmal im Jahr auf, und so, dass alles sauber ist. Können Sie uns etwas über die Organisation, über den Torfverein erzählen, was die Motivation und vielleicht auch die Aufgaben sind? Ja, es gibt ja in Bürmoos den Dorfernährungsverein Bürmoos und in Weidmoos den Dorfernährungsverein Weidmoos. Wir wollten 2001 analog dazu einen Dorfernährungsverein Ibner Moor gründen, sind dort leider Gottes auf Widerstand gestoßen, was wir nicht geglaubt hätten. Und haben dann keinen Dorfernährungsverein Ibner Moor gründen können, sondern wir haben dann einen Kulturverein, Arge Kultur, rund ums Ibner Moor gegründet. Und da machen wir halt viele Veranstaltungen. Und wir, was jetzt wichtig ist fürs Moor, wir haben uns ein Moormuseum geleistet oder leisten wir uns. Das finanzieren wir ganz alleine. Und da kann man über 30 Filme anschauen, über das Dorfstechen, wie es früher war, über die Vögel, über die Pflanzen und vieles drumherum, über die Dorfstecher, über die Glasmacher, was da waren früher. Also wir haben das alles archiviert, sodass man wirklich nachvollziehen kann, wie das früher alles angelaufen ist. So können wir auch für unser Moor was tun. Zum einen mal sagen wir, schön, dass unser Moor ist und wie wichtig das ist, dass wir das Moor erhalten. Das Moor hat ja einen nachweislich positiven Effekt auf das Ökosystem. Wie lange dauert es oder ist es überhaupt möglich, ein Moor neu anzulegen bzw. ein ausgetrocknetes Moor wieder zu beleben? Ja, diese Renaturierungsmaßnahmen haben eh gegriffen, sowohl auf der Salzburger Seite, in Biomoos-Lambrechtshausen, wie auch bei uns in Oberösterreich, im Innviertel, im Ibner Moor. Natürlich ist da der Naturschutz dahinter. Und es gibt verschiedene Maßnahmen, was die machen. Natürlich, dass wieder kleine Seen, kleine Teiche da haben, dass die Molche wieder sich ansiedeln, dass die Schlangen wieder da haben, dass die Libellen und die ganzen anderen Vögel wieder zurückaufkommen. Es hat sich wieder sehr gut alles erholt. Also wunderbar, wenn man in die Moore reingeht jetzt. Es gibt Moorleerpfade und so weiter und auch Führungen. Und das ist alles schon gemacht und es ist eigentlich das, was man braucht. Was man, wie gesagt, nicht tun kann, das ist das, dass man die Moor, die Dorfmächtigkeit, dieses Moor wieder so herstellt, weil man es will. Das geht nicht, weil einfach das Moor so lange braucht, bis das wächst. Nicht? Und wir brauchen wieder ungefähr 10.000 Jahre, bis das Moor wieder die Dorfmächtigkeit hätte, was früher mal gehabt hat, bevor der Mensch eingegriffen hat und das als Brennmaterial genutzt hat. Also das geht nicht, weil es einfach im Jahr maximal einen halben Millimeter bis einen Millimeter wächst, wenn es gut vernässt ist. Und deswegen dauert es so lange. Das kann man nicht abrupt der Mensch herstellen. Wie gesagt, da müssen wir uns gedulden. Das sind viele Generationen nach uns, die was wieder mehr Dorfmächtigkeit haben werden. Aber man kann es wieder so schön herrichten, sodass für Vögel und für die Natur wieder und auch für uns Menschen wieder da ist. Das Moor wird also in der Zukunft unseres Planeten noch eine wichtige Rolle einnehmen. Aus diesem Grund ist ein sorgsamer Umgang mit den noch bestehenden Moorgebieten von großer Bedeutung.